Herzlich willkommen, liebe Star Wars Fans. Es ist wieder Skype-Interview-Zeit und heute haben wir bei uns im Interview unseren Verteidiger und Neuzugang Aaron Reinick. Den erreichen wir in den USA. Erstmal schön, Aaron, dass du dir Zeit nimmst heute für das Interview. Schön, dass du bei uns bist. Und die erste Frage, die ich dir gerne stellen würde: Du hast viele Möglichkeiten gehabt, dich für Clubs zu entscheiden, die dich gerne haben wollten für diese Saison. Du hast dich für Rosenheim entschieden. Warum? Was hat dich überzeugt? So, Aaron, first of all, we're very, very happy to have you here in Rosenheim. Thank you for your time today. So you got many offers from teams in the third league as well, but you choose to be in Rosenheim. What did convince you to come to our club? Just talking with John and Curtis Lineweber and Kyle Gibbons, hearing how great the fans are in Rosenheim and how beautiful of a city it is there. I played in Bavaria and in Kaufbeuren and Deggendorf. I've never really got to play in the mountains. So, I mean, that was a big choice too. Like, my wife loves being in the mountains and stuff like that. And yeah, so that was a big part of it. Also, ich habe ihn gefragt, also was hat ihn quasi überzeugt, zu uns zu kommen? Er sagt, zum einen das Gespräch mit John, natürlich auch das Gespräch mit Curtis und Gibbons, die ihn da beraten haben. Natürlich auch unsere tollen Fans, die Stadt. Und auch natürlich die Familie liebt die Berge. Und das war natürlich dann, nachdem er schon in Bayern gespielt hat, eine gute Entscheidung. Du hast es angesprochen, dich hat damals John Szczęsny zu Deggendorf geholt. Du hattest quasi mit ihm schon mal Kontakt. War das für dich dann einfacher auch zu sagen, okay, ich komme zu einem Coach, den ich schon mal kennengelernt habe auch. So, John signed you for Deggendorf and you knew him since then. So, was that a factor that you know, okay, it's easier knowing someone and talking to someone you've been signed before? Oh yeah, for sure. I mean, that was one of the biggest things, just like knowing John, how he is as a coach. Obviously, he holds everyone to a high standard, which is what you need for a team that's wanting to move up to the second league, and especially him being Canadian, just kind of makes things a little bit easier for me. And I know his system that he wants to play, and just from being in Deggendorf, I mean, I only got to play for him a few weeks, but from what I remember, nothing but good things. And hopefully this year, it'll be great. Ja, also er sagt, es war für ihn natürlich schon so, dass das Gespräch mit John, dass er ihn schon kannte aus Deggendorf, ein Riesenvorteil war. John hat hohe Standards und er hat ihn eben kennengelernt, auch in Deggendorf ist natürlich ein Vorteil, dass er Kanadier ist, auch wegen der Sprache. Und ja, er kennt das System von ihm, das macht es auch einfacher. In Nauheim hattest du eine sehr schwere Knieverletzung. Das hat dich natürlich sportlich zurückgeworfen, aber hat es dir auch geholfen, deine Ambitionen und dein Ehrgeiz zu schüren und bist du wieder bei 100%? So, when you've been to Nauheim, you got a very, very bad injury to your knee. Despite that you were not playing for a long time, did it help you mentally to get more focused, more ambitious? And are you back at 100%? Yeah, I would say no, I'm back at 100%. Last year it was a little hard, coming right off the injury, coming back home, all the gyms were closed here, so it was a little hard. I just have a gym here in the garage, but I think any North American at the time was dealing with the same thing, trying to manage to have off-season gains in the summer, and it was kind of hard because you weren't able to go to a gym or see a trainer, but after this past year, getting in a full season, and even just now, like working out at the gyms again, like I already feel so much better. Also er sagt, er fühlt sich jetzt definitiv wieder bei 100%. Das war natürlich nach seiner Verletzung sehr schwierig wegen Corona, auch wegen den geschlossenen Fitnessstudios, sich fit zu halten, da Spielpraxis zu bekommen. Was viele Nordamerikaner natürlich hatten, das Problem, warum auch viele gesagt haben, sie auch eben DL2-Spieler gesagt haben, sie machen Oberligaspiele, weil die wieder angefangen hat zu spielen. Lass uns über dich als Spieler sprechen. Du kommst als Verteidiger, du sagst, in dem Interview hast du gesagt, es ist erstmal wichtig, dass hinten die Verteidigung steht. Es gibt ja auch den Spruch, der Sturm gewinnt das Spiel, die Verteidigung den Pokal. Aber du spielst auch gerne offensiv, wenn sich die Gelegenheit ergibt, oder? So, in an interview said, it's very important for you that the defense is strong and everything is safe before you go offensive. And you know the things they say is like, the offense wins the game, but the defense wins the title. So what kind of player are you? Are you more focused on very
defense play, or are you very interested as well to go in the offense and help out? Well, yeah. I mean, I love playing offense, but like I said in that interview, I like taking care of my defensive zone first. It's really important for me as a player just to be a solid two-way defenseman. I mean, obviously everyone wants to play in the offensive zone, but if you're not playing well in the defensive zone, I think that's where, like you said, winning teams are made in the defensive zone. So, I mean, that being said, I'm still going to join the rush and stuff this year, but I'll take care of my end first and then hopefully get it out and join the rush and score a few goals. Ja, also er sagt natürlich, er liebt natürlich die Offensive. Viele wollen oder alle wollen ja gerne offensiv spielen, aber er sagt, es ist erstmal wichtig, dass hinten alles sauber bleibt, dass er hinten sicher steht. Aber wenn es sich die Gelegenheit ergibt, nach vorne mitzugehen und vorne was zu bewegen, dann ist er natürlich mit dabei. Man sieht ja auch, Scorerpunkte sind ja da schon einige auch schon gefallen auf deiner Seite. Noch ganz kurz, Rosenheim als Stadt, du hast es schon angesprochen. Ich glaube, ihr kommt mit einem Hund auch nach Bayern. Freut ihr euch am meisten auf die Berge, auf die Seen oder auch auf die Stadt? So, you're coming to Rosenheim, I heard, with a dog, is this right? Yeah. I think you're gonna be very happy about the mountains and the lakes and the city as well. Oh yeah, for sure. I'm really excited to get down there. I've already looked up some pictures, sent it to my wife, and we're really excited just because we're big outdoors people, and especially our puppy. He loves being outside, going on walks and stuff, so it'll be great for us. Also er freut sich natürlich sehr auf die Spaziergänge in den Bergen, auch rauszugehen in die Stadt oder auch in die Natur. Da freuen sie sich riesig drauf. Ja, Aaron, da bleibt mir nur noch zu sagen, wir können es kaum erwarten, dich bei uns auf dem Eis zu sehen. Wir hoffen, du hast eine sehr, sehr erfolgreiche Saison mit dem Zielaufstieg dann als Endergebnis. Und wir wünschen dir alles, alles Gute und jetzt noch eine schöne Zeit in den USA. So Aaron, thank you very much for the interview. We wish you the best for the season. I hope a very, very successful season with going up to the DL2. And still, I want to wish you a very pleasant summer over in the USA. And I hope we will see you soon in Rosenheim. Thank you very much. Thank you very much. Bye-bye. Ciao.